Ostpreußen für Anfänger. Der Name Ostpreußen leitet sich von seinen Ureinwohnern, den zwischen Weichsel und Memel lebenden baltischen Prußen, ab. Sie waren die letzten Heiden Europas. Mehr als 200 Jahre wurde vergeblich versucht, sie zu missionieren. Daran scheiterten der Bischof Adalbert von Prag im Jahr 997 und Bruno von Querfurt im Jahr 1009. Beide starben den Märtyrertod. 1225 rief Herzog Konrad von Masowien, nachdem seine gewaltsamen Versuche der Christianisierung ebenfalls misslungen waren, den Deutschen Orden zu Hilfe. Der Deutsche Orden, gegründet als Ritterorden zur Zeit der Kreuzzüge, war allein dem Kaiser und dem Papst verpflichtet. Durch die Bullen von Rimini und Rieti billigten Kaiser und Papst die Landnahme und unterstellten dem Orden die zu erobernden Siedlungsgebiete der Prußen, die Ostpreußen bis in unsere Tage geläufigen Landschaftsnamen gegeben haben. In der Folgezeit konnte der Orden seine Territorialherrschaft im Preußenland errichten. Er gründete 93 Städte, mehr als 1000 Dörfer und holte deutsche Siedler in das dünn bewohnte Land. Die Prußen wurden nicht ausgerottet und so bildete sich im Laufe der Zeit mit den Deutschen und den später ins Land gekommenen Masowiern im Süden und Litauern im Nordosten eine eigene ostpreußische Identität heraus. Der Ordenstaat war zur damaligen Zeit der modernste Staat im Nordosten Europas, geprägt von einer hochentwickelten Verwaltung und dem Handel mit Bernstein. 1309 wurde die Marienburg zum Sitz des Hochmeisters. Sie ist bis heute der größte Backsteinbau Europas. 1410 unterlag der Deutsche Orden einem polnisch-litauischen Heer bei Tannenberg und büßte seine regionale Vormachtstellung ein. Im Frieden von Melnosee 1422 wurde die Ostgrenze des Ordenstaates festgelegt, die bis 1945 eine der ältesten Grenzen Europas war. 1466 verlor der Orden durch den Zweiten Thorner Frieden das später Westpreußen benannte Gebiet und das Ermland an Polen. 1525 wandelte Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach aus der fränkischen Linie der Hohenzollern den Ordenstaat mit seiner Hauptstadt Königsberg in ein erbliches Herzogtum um, trat zum evangelischen Glauben über und nahm das Land vom polnischen König Sigismund, seinem Onkel, als erbliches Lehen an. 1618 fiel Preußen an die brandenburgische Linie der Hohenzollern. 1657 beendete der große Kurfürst Friedrich Wilhelm im Vertrag von Wehlau das Abhängigkeitsverhältnis zu Polen. 1679 befreite er in einem Winterfeldzug Preußen von schwedischen Truppen. Vom Boden Ostpreußens gingen zahlreiche geistige Impulse hinaus in die Welt, die die Natur- und Geisteswissenschaften, die Literatur und die bildende Kunst tief beeinflusst haben. An der Spitze der Naturwissenschaftler steht der in Thorn geborene Astronom Nikolaus Kopernikus, der unter anderem in Allenstein und Fraunburg gewirkt hat. Berühmt wurde er als Begründer des neuen astronomischen Weltbildes mit der Sonne als Mittelpunkt des Planetensystems. Das erste und zweite Drittel des 18. Jahrhunderts war in vieler Hinsicht für Ostpreußen von umwälzender Bedeutung. Am 18. Januar 1701 krönte sich Kurfürst Friedrich III. In Königsberg als König Friedrich I. in Preußen und verband so den Namen Preußen mit dem brandenburgischen Staat. Die Pest entvölkerte zu Beginn des Jahrhunderts weite Teile des Landes. 1732 siedelten sich etwa 16.000 evangelische Salzburger in Ostpreußen an, die ihre Heimat aus Glaubensgründen verlassen mussten. Ihr Zuzug, wie auch die bereits früher erfolgte Einwanderung zahlreicher Hugenotten aus Frankreich, trug wesentlich zur wirtschaftlichen Erholung Ostpreußens bei.
Durch die erste polnische Teilung von 1772 wurde das Ermland und die 1466 vom Ordensland abgetrennten Gebiete Westpreußens wieder mit Preußen vereinigt. Nach der Niederlage 1806-1807 gegen Napoleon war der Norden Ostpreußens mit der Stadt Memel Zufluchtsort für das preußische Königspaar. Die Volkserhebung gegen die französische Fremdherrschaft nahm 1813 vom Königsberg ihren Ausgang. Der wohl berühmteste Ostpreuße ist der Philosoph Immanuel Kant. Der geborene Königsberger hat seine Vaterstadt nur selten und Ostpreußen nie verlassen. Sein kategorischer Imperativ ist das sittliche Grundgesetz für das friedliche Zusammenleben der Menschen bis auf den heutigen Tag. Kants Grabdenkmal am Königsberger Dom hat den Zweiten Weltkrieg überstanden und wird von den heutigen russischen Bewohnern als Ehrenstätte gepflegt. Im 19. Jahrhundert blieb Ostpreußen zwar ein Agrarland, aber es entwickelte in diesem Bereich als Kornkammer Deutschlands ein hohes Niveau und nahm an der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Deutschlands aktiv teil. So zum Beispiel durch den Präsidenten der Frankfurter Nationalversammlung Eduard von Simson und den liberalen Königsberger Politiker Johann Jacobi. Die Vielseitigkeit der ostpreußischen Landschaft mit dunklen Wäldern, kristallenen Seen und weiten, stillen Mooren ist für Naturliebhaber ein Paradies. Ermland, Oberland, Masuren, das Land zwischen Pregel und Memel, das Memeldelta und die unverwechselbaren Nehrungen zeigen eindrucksvoll die unvergängliche Schönheit des Landes. Über die Kurische Nehrung schrieb Wilhelm von Humboldt 1809: Die Kurische Nehrung ist so merkwürdig, dass man sie eigentlich ebenso gut wie Spanien und Italien gesehen haben muss, wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen sollte. Immer wieder zog es Künstler dorthin. Sie machten Nitten über die Grenzen Ostpreußens hinaus berühmt. Unter vielen anderen arbeiteten hier Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff. Der Schriftsteller Thomas Mann ließ sich dort sogar ein Sommerhaus erbauen. In Rossitten gründete der Ornithologe Professor Johannes Thienemann 1901 die erste Vogelwarte der Welt. Der Elch ist das eindrucksvollste Wild auf der Kurischen Nehrung und in den Moorgebieten des Memeldeltas. Bis zu 2000 Tiere lebten bis 1945 in Ostpreußen. Dazu kommt der mächtige Rothirsch in der Rominter Heide, dem bevorzugten Jagdrevier Kaiser Wilhelms II. Ein weiteres Symboltier Ostpreußens, neben den Elchen, ist der Weißstorch. Über 50% des deutschen Storchbestandes, rund 30.000 Tiere, lebten in Ostpreußen. Weltruhm erlangte das 1732 gegründete Hauptgestüt Trakehnen im Kreis Stallupönen. Dank gezielter Züchtung entstand dort eine einzigartige Pferderasse. Die ostpreußischen Warmblutpferde Trakehner Abstammung werden bis heute wegen ihrer Kraft, Belastbarkeit und Ausdauer als Reit- und Sportpferde geschätzt. Ostpreußen in seiner Gesamtheit galt als Pferdeland. 1938 wurden 478.500 Pferde gezählt. Zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts zählt die in Königsberg geborene Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz. Nach ihr sind zahlreiche Straßen, Plätze und Schulen benannt. Nach einer langen Friedensperiode wurde die Provinz 1914-1915 erneut Kriegsschauplatz. Die russischen Armeen drangen tief ins Land ein. Unter der Führung der Generäle Hindenburg und Ludendorff wurde es durch den Sieg bei Tannenberg befreit.
Die Bestimmungen des Versailler Vertrages von 1919 trennten das Memelland und das Gebiet um Soldau ohne Volksabstimmung von Ostpreußen ab. Und durch die Schaffung des polnischen Korridors verlor Ostpreußen seine direkte Verbindung zum übrigen Reich. Bei der Volksabstimmung 1920 stimmten in Ostpreußen 98% der Einwohner im Abstimmungsgebiet Allenstein für den Verbleib bei Deutschland. Die erste deutsche Ostmesse wurde im September 1920 von Reichspräsident Friedrich Ebert in Königsberg eröffnet, um die Provinz wirtschaftlich zu fördern. Die Folgen der NS-Gewaltherrschaft ab 1933 waren in Ostpreußen dieselben wie im übrigen Deutschland. Gleichschaltung des öffentlichen Lebens, Rechtlosigkeit, Verfolgung und Auslöschung von Minderheiten. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs traf Ostpreußen vor allem als Aufmarschgebiet. Die Jahre 1944-1945 brachten den schwersten und unglücklichsten Abschnitt in seiner langen Geschichte. Zunächst die verheerenden Bombenangriffe auf Königsberg. Dann nahmen die sowjetischen Armeen das Land mit furchtbaren Gewaltakten gegen die Zivilbevölkerung wie in Nemmersdorf ein, zerstörten es weitgehend. Seine Einwohner flohen. Viele kamen ums Leben, wurden verschleppt und bis auf sehr wenige vertrieben. Von den 2,5 Millionen Ostpreußen verloren durch Krieg, Flucht und Vertreibung mehr als ein Viertel ihr Leben. Nach Kriegsende erfolgte die Neubesiedelung Ostpreußens. Das Land ist heute dreigeteilt. Das Memelland ist ein Teil Litauens. Das südliche Ostpreußen mit dem Ermland, Oberland und Masuren sind polnische Staatsgebiet. Beide Länder gehören der Europäischen Union, EU, an. Das dazwischenliegende Königsberger Gebiet, Oblast Kaliningrad, ist dagegen eine russische Exklave im Gebiet der EU, deren Außengrenze damit mitten durch das historische Ostpreußen verläuft.